außergewöhnliche Resultate. Kann man sich da eigentlich noch so richtig drüber freuen? Ich glaube, im folgenden Fall ist das überhaupt kein Problem, denn der Erfolg war überhaupt nicht planbar. Damit sind wir in der dritten Liga und bei Wacker Burghausen. Die waren ja eigentlich schon abgestiegen und nur durch den Rückzug von Kickers Emden sind sie in der Liga verblieben. Heute könnten sie mit einem Sieg in Aue sogar Tabellenführer werden. Dabei hat sich da gar nicht allzu viel geändert. Das Einzige, was auffällt, ist, es gibt einen neuen Trainer, Jürgen Press. Und der hat nur einen Vertrag bis zum Ende der Saison, genau wie die meisten der Spieler. Darüber will man jetzt in naher Zukunft sprechen. Aber gerade vor diesen wichtigen Gesprächen und vor dem Spiel in Aue, da hat er für eine ganz gehörige Belastung gesorgt, Thorsten Püschel. Zwei straffe Trainingseinheiten pro Tag hatte Jürgen Press seinen Mannen in der Ligapause verordnet. Aber nach dem bisschen Belastung, wie es Press nannte, gab es dann am letzten Wochenende auch 2,5 Tage frei. Also Zuckerbrot und Peitsche in Oberbayern. Burghausen in Weiß, 11 Minuten gespielt. Laufduell zwischen Gorka und Braham. Der Tunesier fällt. Schiedsrichter Metzen meint zunächst weiterspielen. Sein Assistent Asmut hat es anders gesehen und er überzeugt seinen Chef. Thomas Metzen erst mit dem Daumen in Richtung Tribüne und dann die rote Karte. Für Benjamin Gorka schauen wir uns das genau nochmal an. In den Füßen trifft er ihn nicht. Eine Handbewegung zum Rücken von Braham. Hier der Grund für die rote Karte. Für mich ist das kein Platzverweis. Press reagiert sofort, nimmt den offensiveren Grübel raus, stellt Schmidt von der Bank direkt in die Viererkette. Aue mit Lebo. Schöner Pass auf Glasner. In der Mitte lauert Braham. Im Fokus dieses Spiels. Natsch Braham. 1-0 Aue, das 8. Saisontor. Ein regulärer Treffer, auch wenn Braham hier im passiven Abseits steht. Der Ball kommt nicht direkt zu ihm, sondern erst dann von Glasner. Reguläres Tor vom Top-Torjäger hier in Aue. Burghausen konfus, eine leichte Beute in dieser Phase für die anstürmenden Gastgeber. Hochscheid sind selbst 7,30 Meter zu schmal. Burghausen mit leichtem Ballverlust. Schöner Pass von Hensel hinüber zu Ramay. Der Fehler von Wolf. Glasner. 2-0. Sebastian Glasner nach einer halben Stunde. Rico Schmidt, Aues Coach, sind selbst 2 Tore nicht genug. Und Patrick Wolf, was macht der denn da? Fällt über die eigenen Beine. Und mit voller Wucht der Ball an Riemanns Stirn hätte auch Torwart-Knockout bedeuten können. Burghausen ohne Chance aus dem Spiel heraus. Dann muss ich Martin Mennel, Aues Torhüter mal ganz lang machen. Aber er gefordert vom eigenen Innenverteidiger. Der Kopfball kam von Thomas Paulus. Dann Halbzeit im Erzgebirge. Das fantastische Wetter, das Einzige, was die Wacker-Fans zum Feiern bringt. Nach 68 Minuten geht Torschütze Glasner raus. Für ihn kommt Eric Agemont. Der Mann aus Ghana orientiert sich zum Mittelkreis und bewirbt sich sofort um den kürzesten Arbeitstag der Saison. Der Ball von Ramay in Richtung Mittellinie und Agemont zu spät. Rauscht Burkhardt von hinten in die Beine. Und diesmal gibt es in Sachen Platzverweis keine zwei Meinungen. Rote Karte für Agemont nach ganz genau 22 Sekunden, die er in diesem Spiel mitgewirkt hat. Die Gäste aus Burghausen danach endlich mit Gegenwehr, aber ohne zählbaren Erfolg. Aue fährt das Spiel dagegen ohne große Wackler nach Hause und packt Sekunden vor Schluss noch einen drauf. Alban Ramay, 3-0 in der 90. Minute. Erzgebirge Aue bleibt dran. An den Aufstiegsplätzen Burghausen dagegen muss endlich die Auswärtsschwäche ablegen, sonst wird es schwer mit dem Aufstieg. Von zuletzt möglichen 18 Punkten auf fremden Plätzen holte das Team von Jürgen Press ganze 2.